Hey und willkommen, ich bin der Night Fury und begrüße euch zu einer neuen Folge von Real Life Vlogs. Man hört es schon, wir befinden uns in der Nähe des Sees. Eigentlich wollte ich gerade nach unten gehen und mir den See angucken, denn es hat gerade geregnet. Thanks. Und nun werden wir uns wieder nach oben begeben. Ich habe noch kein Bild davon gemacht, ich muss es natürlich machen. Der See hat sich jetzt annähernd gefüllt. Werde ich gleich nochmal einen Vergleich zwischen dem alten und dem neuen machen. Allerdings erst morgen, denn ich habe mich einfach viel zu spät jetzt nach unten begeben. Die Jungs haben mich abgefangen und meinten, ja, Night Fury, weißt du, genau das ist die Art. Welche Art, bitte? Auf jeden Fall bin ich immer ein wenig spät dran gewesen. Aber das tut jetzt auch gar nicht zur Sache, denn ist hier eigentlich die Kamera. Ach, die ist hier drüben. Nice, Alter. Habe ich auf dem Kopf gefilmt? Ich hoffe nicht, denn sonst habe ich ein minimalistisch kleines Problem, dass das gesamte Video auf dem Kopf steht. Dementsprechend müsste ich euch dann bitten, einfach das Video um 180 Grad zu drehen. Oh. Und nun, ich habe übrigens die Begrüßung von der Bergmann genommen, weil ich ja schon ein wenig vernarrt in seine unglaublichen Roleplays bin. Und ich glaube auch, dass er damit nicht aufhören sollte, weil er es unglaublich gut macht. Und ich damit einfach schon fast überwältigt bin, wie sehr es immer wieder schafft, mich zu fesseln. Und besonders wie er es schafft, jetzt kommt ein bisschen Wasser runter. Besonders wie er es schafft, die anderen Leute zu fesseln, die in dem Roleplay mit dabei sind. Und das begeistert mich wieder aufs Neue, immer wieder. Ja, ich wollte nach unten in den Park gehen, um das neue Bild zu machen. Das ist leider nichts geworden. Die schließen nämlich jetzt gleich. Ich war um 18.40 Uhr etwa unten, als sie mir entgegenkamen und sagen so, hey guy, please get out of the park, because it's no more time to being here, because it's closed. Yeah. Deswegen werde ich jetzt diesen Park verlassen. Aber dafür gibt es morgen dann noch ein kleines Bildchen, wo ich dann den See, der etwas gefütter ist, fotografieren werde. Ach ja. Ich werde übrigens ziemlich sehr davon aus sein, dass dieses Video dann nur wegen dieser zwei kleinen
Soundtracks wieder direkt gestrikt wird und damit dieses Video dann später nicht mehr verfügbar ist. Also für alle, die dann das Video sehen, viel Spaß dabei. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das mit der Bewertung nach oben dann mir kenntlich geben und freue mich dann schon auf das nächste Video. Bis bald, Rhein-Neckar-Fury.